Hallo und herzlich willkommen zur Auswertung von Season 1 von Lido spielt an. Ja, ich möchte mich im Voraus dafür entschuldigen, dass dieses Video erst so spät heute kommt und nicht wie die anderen so regulär um 16 Uhr. Hat aber auch damit zu tun, dass ich es jetzt erst um 19:55 Uhr am Montag, dem 16.03.2015 aufnehmen kann, weil ich vorher keine Zeit hatte. Ja. Worüber ich hier reden wollte in diesem Video, ist, auch wenn es mir leid tut, dass ich nicht persönlich vor die Cam trete, wie ich es eigentlich vorhatte, was aber auch seine Gründe hat, dass ich es nicht tue. Season 1 natürlich und die Frage, ob ihr eine zweite Season wollt, denn das liegt an euch. Auf jeden Fall, um mal über Season 1 zu reden. Das Bewertungssystem. Wenn euch ein Spiel interessiert, könnt ihr mir das hier gerne in die Kommentare schreiben. Stellt mir aber auch bitte so von, die Reihenfolge auf, in der ihr es sehen wollt. Also zum Beispiel erstens, weiß ich nicht, Bioshock. Zweitens, Metal Gear. Drittens, Castlevania oder wie auch immer. Wenn ihr ein Spiel gar nicht sehen wollt, braucht ihr es natürlich auch nicht reinschreiben. Ich kann anhand dessen sehen, wie beliebt ein Spiel ist in den Auswertungen und mir ein Bild davon machen, was ich wohl am ehesten Let's Playen sollte. Ja, ich kündige dir ja an, dass es eventuell eine zweite Season geben wird, was jetzt allerdings an euch liegt, denn fertig geplant ist sie, aber wenn ihr sagt, ihr wollt lieber wieder richtige Let's Plays sehen, statt weiter so eine kurzen Videos nur, dann müsst ihr das nur ebenfalls in die Kommentare schreiben und ich werde so sehen, ob man das nicht ändern kann. Im Prinzip bin ich schon mit meiner Season-Planung bei Season 11 angekommen, welche bis zum 3.4.2017 vorgeplant ist, wenn ich weiter in diesem Tempo uploade. Beziehungsweise weiter die Videos in diesem Tempo freigebe. Ja. Selbst wenn ihr sagt, ihr wollt nichts mehr davon sehen, sondern lieber ein richtiges Let's Play, ist auch kein Problem. Ich habe euch ja immerhin 10 Stück zur Auswahl gegeben, 10 Spiele. Darüber hinaus werde ich jetzt leider keine Wünsche mehr annehmen, denn ich merke, dass ich nicht hinterherkomme. Ich merke, dass ich viele Wünsche gar nicht erfüllen kann, weil sie einfach viel zu extravagant sind. Ohne jetzt den Leuten zu nahe treten zu wollen natürlich, denn das Problem ist einfach, nicht der Wunsch selbst ist zu extravagant eigentlich, sondern die Technik, die ich dafür bräuchte, ja, denn besonders alte Spiele laufen nur schwer, also zumindest so vom Amiga und so. Ein bisschen was im Voraus zu erzählen, was euch in Season 2 erwarten könnte, sind natürlich wieder ein Castlevania-Spiel, ein Silent Hill-Teil und ein Batman-Spiel. Mehr verrate ich euch an dieser Stelle nicht, das waren 3 von 10. Season 2 besteht eh generell aus vielen Fortsetzungen, sehe ich gerade. Aber sollte kein Problem sein. Ja. Wie schon gesagt, ich würde mich sehr über eine Zuschauerbeteiligung freuen, damit ich endlich so weiß, was euch interessiert. Ich habe leider nur diese beiden Angebote, entweder ich mache ein richtiges Let's Play oder aber ich nehme eins dieser Spiele, beziehungsweise ich Let's Play etwas anderes, wo ich aber keinen Wunsch entgegennehmen würde. Und ich habe auch schon bereits ein Let's Play begonnen, welches ich allerdings vorher fertig gespielt haben möchte, bevor ich es euch uploade. An dieser Stelle heißt es von meiner Seite aus, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben. Wenn ja, schreibt mir doch bitte auch in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Wenn nein, fühlt euch frei, mir einen Daumen nach unten zu geben. Schreibt mir aber auch bitte, was ich in Zukunft besser machen kann. Eine kleine Anmerkung noch, sollte es eine zweite Season geben, kann ich eure Kritiken leider nicht berücksichtigen. Diese innerhalb der nächsten Tage anfangen werde aufzunehmen, beziehungsweise weiterzuführen. Und dann habe ich schon ein, zwei Spiele davon fertig gespielt gehabt. Also vor allem Lido spielt an. Und von daher sollte das alles gar kein Problem sein. An dieser Stelle heißt es von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Video. Was auch immer das sein wird. Ich weiß es ehrlich nicht. Vielleicht ist es auch das Let's Play, an dem ich gerade arbeite. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Video.